einem Großvater, der mit seinem Enkel am Strand spazieren geht. Nacht vorher war fürchterlicher Sturm gewesen und der Strand ist voll von Seesternen. Und da fängt der Enkel so an, so einen Seestern aufzunehmen und den zurück ins Wasser zu werfen. Da sagt der Opa zu ihm, was soll denn das? Doch Quatsch. Ja, den einen Seestern schmeißt du rein und die anderen 1000, die liegen da rum. Und da sagt er, finde ich, der Enkel etwas sehr Weises. Ja, aber diesem Seestern hat es genutzt. Und so möchte ich jetzt überleiten zu diesem schönen Grundstück. Das ist dieser eine Seestern, vielleicht in der Stadt Darmstadt. Nein, es gibt viele mehr. Ja. Aber das ist ein Seestern, den wir zurückwerfen, und es ist ein besonders schöner. Es ist ein Grundstück mit über 2000 Quadratmeter Fläche. Da könnte man ohne weiteres auch Reihenhäuser draufsetzen, da könnte man Geschosswohnungsbau draufsetzen. Das tun wir bewusst nicht. Das freut mich als Umweltdezernentin natürlich sehr. Gleichzeitig bin ich als Wohnungsdezernentin sehr froh, dass dem Vorhaben, in der Postsiedlung zu verdichten und Wohnraum zu schaffen, auch diese Ausgleichsfläche gegenübergestellt wird. Das ist von daher sehr schön, weil es natürlich notwendig ist, auch Freiräume und Grünflächen vorzuhalten. Da, wo Menschen wohnen, wollen sie auch ein Stück Natur genießen. Also es geht darum, dass wir hier möglichst Vielfalt schaffen wollen. Also Vielfalt in Bezug auf die Pflanzen. Ja, da legen wir den Fokus wirklich auf die heimischen, regionaltypischen Pflanzen. Und damit fördern wir automatisch auch die Vielfalt an Tieren. Also das fängt an von dem kleinsten Käfer vielleicht bis zum Eichhörnchen. Wir haben hier schon sehr interessante Stellen auf dem Gelände. Wir haben einen schönen alten Baumbestand, der natürlich alles so bleibt. Und wir haben vor allem diese ehemalige Baugrube. Und ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht im Frühjahr mal gesehen haben. Wir haben ja hier sehr, sehr sandigen, mageren Boden und in diesen Steilwänden. Jetzt ist es so ein bisschen mehr bewachsen, jetzt sieht man das nicht so gut. Aber wenn man da im April da war, hat man gesehen, da sind ganz viele Bienen so über der Oberfläche rumgeschwirrt. Und das sind ganz besondere Wildbienen, die besonders gerne in diesen Steilhängen und in so sandig löslehmigen Boden ihre Nisthöhlen bauen. Ja? Und das ist zum Beispiel ein Element, was wir hier auf alle Fälle so erhalten und fördern wollen. Wir werden das Ganze mit vielen Aktionen begleiten. Unsere erste geplante ist jetzt im September ein großes Zwiebelpflanzen, bei dem hier 10.000 Blumenzwiebeln eingepflanzt werden. Und das wird sich dann in der Folge im nächsten Jahren sich das entsprechend fortsetzen. Oder die Schneeglöckchen, ja, das sind nur so Arten, die gut auch so an diesen halbschattigen Flächen unter den Bäumen wachsen. Oder hier der zweiblättrige Blaustern zum Beispiel, der ist auch ganz wichtig für Bienen, dann so im März, April. Ja, also das werden wir hier an diesem Tag dann in die Erde bringen, damit man da schon mal die Artenvielfalt erhöht und halt gerade diesen ganz früh im Jahr fliegenden Bienen das erste Nahrungsangebot geben. So eine Vogelschutzhecke, das ist zum Beispiel der Weißdorn, den Sie vielleicht kennen, oder die Berberitze oder Felsenbirne. Also so Arten, wo Vögel entweder gut drin brüten können, weil das so richtig schön verästelt ist, sodass die Nester da geschützt sind, oder wo Früchte entstehen. Auch aus Baumstämmen von da hinten, so wie so Sitzhocker, noch so ein bisschen in die Erde reinsetzen. Also wenn dann zum Beispiel die Kinder vom Umweltdiplom hier mit der Brigitte Martin dann da eine Aktion haben, dass die sich wie in so einem grünen Klassenzimmer, wie das manchmal auf Schulhöfen gibt, sich da so versammeln können und was besprechen können und was lernen können. Und der restliche Bereich, was hier dann hier so links und rechts vom Weg noch ist, das wird in Blumenwiesen gewandelt. Also da werden wir verschiedene heimische Blumenwiesenmischungen aussäen. Je nach Lichtverhältnis, sonnig und halbschattig. Das wird so ein bisschen angepasst werden. Und die Wiesen werden dann wahrscheinlich eher zweimal im Jahr gemäht. Ja. Ich wollte gerade noch was zu dem Efeu sagen. Lassen wir so, wie es ist. Ja? Weil gerade Efeu ist, der blüht ja sehr spät, der blüht ja erst so im Oktober. Auch für spezielle Wildbienenarten ganz wichtig ist. Da gibt es ungefähr ein Drittel aller über 500 Wildbienenarten, die es in Deutschland gibt, die wollen ganz spezielle heimische Arten. Also die wollen bestimmte, also zum Beispiel Glockenblumen oder Korbblütler oder also so Disteln zum Beispiel. Ja. Also wir haben da ein ganz viel strengeres Abhängigkeitsverhältnis. Eine Honigbiene, die fliegt ja fast an alles, wo sie Nektar findet.
Und das ist beim Wildbienen nicht so. Ja, und das ist halt mit so einem Grund, warum wir hier auch auf die heimischen Wildpflanzen so einen Wert legen. Wenn da auch Fragen zu sind oder selbst jemand sowas mal plant, würde ich mich gerne als Umweltamt anbieten, als Ansprechpartnerin jederzeit einfach mit der Suche an uns wenden, auch wenn Fragen sind oder so, unterstützen wir gerne in der Richtung, weil die Stadt sich ja zur Aufgabe gesetzt hat, die biologische Vielfalt in Darmstadt zu fördern. Ganz allein kriegt man das aber eben nicht hin, deswegen ist es toll, dass auch viele andere sich engagieren. Wir vom Verein gemeinsam in der Postsiedlung e.V. und auch als Anwohner hier in der Postsiedlung freuen uns riesig, dass dieses Projekt jetzt zustande gekommen ist und wir hier die Möglichkeit haben, in unserem schönen Viertel ein Stückchen Grün zu erhalten und weiterzuentwickeln und letztendlich für die Natur auch einen Rückzugsort zu schaffen. Ja, und letztendlich dann auch für die Menschen, die hier sind, irgendwie ein Erlebnisfeld zu schaffen. Und das findet jetzt in der Postsiedlung statt. Ganz herzlichen Dank an alle Engagierten.